Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Wahl 2019. Alle Informationen rund um die Nationalratswahl am 29. September. Die Spitzenkandidaten, ihre Strategie, die entscheidenden Themen und alle Hintergründe, die für die Wahl entscheidend sind. Wahl 2019. Nur auf OE24TV. So, und jetzt kommt tatsächlich das letzte der letzten Interviews. Und das ist Peter Pilz. Willkommen, Peter Pilz. Hallo. Im Studio. Final Countdown. Letzte Runde, letztes Interview von uns beiden vor der Wahl. Nachher werden wir uns gleich wieder hören. Um 19 Uhr, hoffentlich kann ich da gratulieren. Ja. Ich weiß nicht, 20 Interviews werden wir schon zusammengebracht haben in dem Wahlkampf, schätze ich. Wenn wir die Duelle mitrechnen, waren es locker 20 Studiotermine. Danke für die Zeit, die du da geopfert hast, aber auch Kompliment für den Totaleinsatz. Und trotzdem ist jetzt in der letzten Woche alles anders als bisher, ja, weil, wie es so oft ist bei Wahlen, plötzlich kommt eine wahnwitzige Dynamik daher und es passiert kurz vor Schluss noch ein Supergau, in dem Fall der FPÖ. Ja. Wie siehst du diese letzten Tage, wie siehst du diesen angeblichen Supergau Strache oder sagen wir mal diesen Strache-Spesen-Skandal? Schau, es ist an und für sich ganz einfach. Bei Ibiza haben 1,3 Millionen freiheitliche Wähler und Wählerinnen ratlos in den Fernseher geschaut und haben gesagt, das gibt's nicht und zum Teil, das glaube ich nicht, das kann ich nicht, das kann nicht so sein, das traue ich dem Strache nicht zu. Ist der besoffen? War natürlich auch. Und dann haben sie gesagt, naja, das müssen unfassbare Tropfen gewesen sein und so weiter. Also da hat es viele gegeben, die gesagt haben, naja, vielleicht war er angesoffen und so weiter, aber das ist kein Böser. Mhm. Jetzt ist genau das passiert, was der Super-GAU für jede Partei wäre, nämlich die eigene Partei sagt, Spesen passt nicht, alles hinten und vorn passt nicht, erste Verhaftung, Strache Selbstbeschuldigter. Und jetzt beginnt die FPÖ wieder wie vor 15 Jahren zu brechen. Man sieht, sie beginnt auseinanderzubrechen. Das wäre noch so lange wurscht, solange die Wählerinnen und Wähler noch dran glauben. Aber es zerbricht damit auch der Glaube der Wählerinnen und Wähler. Und ich treffe die Leute jetzt ständig auf der Straße und die sagen, was ist denn da los? Ich bin betrogen worden. Ich bin verraten worden. Die haben mir versprochen, eine soziale Heimatpartei. Und jetzt haben sie Finger, die sind so lang und die waren in meinen Taschen drin. Das halte ich nicht aus. Und da ist jetzt das Vertrauen von 1,3 Millionen Menschen zerbrochen. Jetzt wird es schon noch welche geben, die sagen, Augen zu, zehn Zahn beißen, Nosen zuhalten und noch einmal FPÖ angreifen. Aber die verlieren jeden Tag jetzt Zehntausende. Mhm. Und die große Frage ist, wo gehen die hin? Jetzt bist du ja Aufdecker der Nation und du kennst ja einige dieser Unterlagen. Ich nehme an, du kennst die Anzeige wahrscheinlich gegen Strache oder gegen den Bodyguard. Du kennst einige dieser Staatsanwaltschaftspapiere. Was ist denn da deiner Meinung nach wirklich gelaufen? Worum geht es eigentlich? Ist jetzt der Bodyguard der Betrüger oder ist die Sekretärin die Betrügerin oder hat der HC Strache das Geld eingenommen? Da kommen verschiedene Affären zusammen, das ist ja das Spannende. Eine Affäre ist die Spesenaffäre. Ein geheimes 10.000 Euro Spesenkonto, weil es ist ja klar, als Vizekanzler nagt man am Hungertuch, dem geht es ja schlechter als an Mindestpensionisten. Der braucht nur 10.000 Euro Spesen zusätzlich. Ob es da jetzt noch dazu falsche Rechnungen gegeben hat, das ist wirklich eine Frage bereits der Staatsanwaltschaft. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das ist das eine. Das hat auch zu tun mit der Verhaftung des Leibwächters. Ob jetzt über den Leibwächter und Ibiza auch eine Spur zu den Hintermännern des Ibiza-Videos führt, ist eine der spannendsten Fragen in diesem Zusammenhang, weil ich möchte nach wie vor wissen, wer waren die Hintermänner oder Hinterfrauen. Und da muss es politische Hintermänner geben. Es steckt immer dieser Anwalt M. da. Ja, da ist was dran. Dazwischen, das stinkt ganz gewaltig, da ist was los. Und da normalerweise gibt's Anwalt arbeitet ja ein Anwalt nicht für sich selber, wie man weiß. Nein, und wir müssen uns auch genau anschauen, ob das stimmt, dass gewisse Spuren in die Ränder unseres Verfassungsschutzes führen. Weil das ist ein sehr, sehr heikler Bereich. Und die dritte Affäre, die
von der Sprengkraft her mit Abstand größte ist die Affäre Schellenbacher, also dieser Mandatskauf um 10 Millionen Euro. Ukrainische Oligarchen kommen nach Wien, gehen in einen Puff namens Golden Time, haben dort Kontakt über die Freiheitliche Partei, weil das Golden Time war ja offensichtlich eine halbe Teilorganisation der FPÖ. Ja. Na, da verschwimmt ja alles, Puff ja. und Oligarchen und, ja. und das ist wirklich abenteuerlich. Ja. Und dann geht es weiter in die Kanzlei Fichtenbauer, des ja, Herrn Volksanwaltes ja. und früheren Nationalratsabgeordneten, und dann geht es direkt zur Strache. Ja. Und in der anonymen Anzeige, ich habe eine Kopie davon, ich habe mir das sehr genau angeschaut, sind diese ganzen Kausen drin, ist die Sporttasche drin, ist alles drin. Und du behauptest, da hat sich ein ukrainischer Oligarch um 10 Millionen Euro ein Mandat gekauft und dann einen Österreicher als Statthalter draufgesetzt? Oder ja, wir kennen den, das ist ein Abgeordneter namens Thomas Schellenbacher. Ja. Schau dir einmal, ich habe ein Video bei mir auf Facebook gestellt. Ja. Versuch, mach mit dem einen Versuch. Sag, Herr Schellenbacher, sagen Sie mal einen ganzen Satz. Es klappt nicht. Der kann das nicht. Und dann? Aber Meinung nach als Staatsanwalt. Der ist gesessen 2013 bis 2017, war ganz offensichtlich der gekaufte Mandatar für ukrainische Oligarchen. Ja. Dieses Geld ist, darauf deutet vieles hin, das ist der konkrete Verdacht, in Sporttaschen reintransportiert worden und verteilt worden. Mhm. Und von den 10 Millionen aufgrund von Dokumenten, die ich heute der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben habe, so ein dickes Paket, können wir 3 Millionen bereits lückenlos nachverfolgen über die Kanzlei Fichtenbauer, über die Meindlbank wieder einmal. Ja. Und 7 Millionen müssen noch aufgeklärt werden. Und wo sind sie hingeflossen? Außer zur Meindlbank? Es deutet einiges auf Fichtenbauer und Schellenbacher hin. Es muss untersucht werden, ob Strache auch einer der Empfänger dieses Geldes war. Wir haben jetzt schon einige Zeugenaussagen, die darauf hindeuten. Aber das muss die Staatsanwaltschaft klären. Ich kann da nicht Taskforce spielen und ich will das auch nicht. Aber das ist nicht eine Affäre, so wie die Affäre Korher bei den Grünen als Einzelaffäre. Das ist ein gewaltiger politischer Sumpf, wo wir gerade am Rand die ersten Affären ausleuchten. Späßen, Bordell, Oligarchen, Mandatskauf. Das heißt, du meinst, du warst ja in diesem Wahlkampf der Angriffigste. Ja? Du bist ja der Einzige gewesen, hat mir auch in unserer Elefantenrunde gesehen, der sich mit dem Norbert Hofer wirklich angelegt hat. Ja? Du meinst, die ganze FPÖ ist ein Sumpf? Ich möchte den Sumpf nicht beleidigen und ich möchte, dass kein einziger österreichischer Frosch jetzt beleidigt ist, wenn ich die FPÖ als Sumpf bezeichne. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Aber natürlich, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was dort los ist. Und da sind 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler betrogen worden. Die haben das Geld einkassiert, die sind mit den Sporttaschen rumgerannt, die haben Mandate verkauft und gleichzeitig für den 12-Stunden-Tag gestimmt und gleichzeitig dafür gestimmt, dass in der Unfallversicherung abgebaut wird und gleichzeitig und Karfreitag und. Nichts für die Clanleitern. Gestimmt, dass mit Pensionsbeiträgen am Aktienmarkt spekuliert wird, mit der Folge, dass 1 Milliarde futsch ist, Pensionsbeiträge verspekuliert. Diese freiheitlichen Brüder und Schwestern, die haben das alles getan und spielen dann soziale Heimatpartei. Jetzt sage ich dir eins, wenn du heute nach Italien fährst und du triffst irgendwen von einer sogenannten ehrenwerten Gesellschaft, dann wird das entrüstet zurückweisen und sagen, bitte, ich weise das von mir, vergleicht es mich nicht mit der FPÖ. Okay, jetzt sag mir allgemein, Peter, wenn sowas in der letzten Woche passiert, ist es für ein Ergebnis an der Wahlurne zu spät. Dann sickert das nicht mehr ein, die Leute können nicht mehr gescheit überlegen. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, die FPÖ hat einen Riesenglück gehabt, ja, weil wäre das vor 1 oder 2 Monaten passiert, wäre sie erstens wahrscheinlich gespalten und der Strache hätte eine eigene Partei und zweitens, die Wähler würden wahrscheinlich in Schaden davonlaufen. Ob das jetzt auch so ist, wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, aber da kommt jetzt noch was dazu und das halte ich für ganz entscheidend. Die jetzige Führung der FPÖ will den Strache um jeden Preis
loswerden. Der wird jetzt entsorgt. Der wird fertig gemacht. Das ist die andere Seite der Geschichte. Und das ist schon spannend. Die neue FPÖ-Führung, die den Strache entsorgen will, sagt, weg mit ihm, weil gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft. So, auf Platz 3 der FPÖ-Bundesliste kandidiert ein gewisser Hubert Fuchs, Ex-Staatssekretär. Gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Novomatic-Affäre und der hat bereits eine Hausdurchsuchung im Büro gehabt. Ja. Auf Platz 4 Markus Czank. Ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Ibiza. Der Vereine. Der Helter der Tarn- und Spendenschleusvereine. Ja, genau. Ist auf Platz 4. Ja, was soll das? Für Sachen, wo sie den Strache raushauen und ihn wahrscheinlich demnächst aus der FPÖ ausschließen, dürfen andere Nationalratsmitglieder werden. Und jetzt sage ich dir eins, und das habe ich auch Hofer gefragt. Herr Hofer, wenn am Sonntag freiheitliche Abgeordnete gewählt werden, können Sie uns garantieren, dass die alle am Tag der Angelobung noch auf freiem Fuß sind? Oder müssen einige von Ihnen in U-Haft angelobt werden? Genau. Na, so schaut es aus. Ja, na, so schaut es aus in der FPÖ. Ja. Du weißt ja nicht, am Tag der Angelobung des neuen Nationalrates, wer schon Fußfessel hat, wer in U-Haft sitzt und wer gerade noch frei herumläuft. Gut. Peter Pilz, jetzt könnten natürlich 3-4% der FPÖ wieder abbröckeln. Die FPÖ war bei 21% in den Umfragen. Bei der EU-Wahl hatte sie nach dem Ibiza-Video 17, könnte man sagen, zumindest auf das fällt sie wieder zurück. Dann sind 3-4% mindestens zur Verteilung, die zuletzt gesagt haben, sie wollen FPÖ wählen. Die könnten zum Kurz gehen, sozusagen zurück zur Heimat, zur Rechtsmitte. Die könnten zu Randy Wagner und zur SPÖ gehen, zurück zu ihren Wurzeln möglicherweise, weil vielleicht kommen sie von der SPÖ. Oder die könnten zu dir gehen. Ja, so erstens, wo gehen sie hin? Und zweitens, was machst du denen für ein Angebot? Ich fange mit zweitens an. Mein Angebot ist ganz einfach. Wir sind die einzige saubere und korruptionsfreie Partei. Uns kauft keiner. Wir sind ausschließlich Wählerinnen und Wähler verpflichtet. Zweitens, wenn es geht gegen politischen Islam und für eine vernünftige Ausländer- und Integrationspolitik, dann sind wir das. Ich habe das gezeigt mit der Bekämpfung dieser ganzen islamistischen Erdogan-Vereine. Kickl hat Folgendes gemacht. Die toll integrierten Lehrlinge abgeschoben, aber alle salafistischen Hassprediger hier gelassen. Ich drehe die Geschichte um. Die toll integrierten Burm und Madeln, die sollen in Österreich arbeiten und Steuern zahlen. Die passen gut zu uns, aber die Hassprediger, und das sind Hunderte, wenn nicht Tausende, jeden Einzelnen vom Verfassungsschutz identifizieren und raus, weil ich will, dass auch unsere Türkinnen und Türken, die von dort kommen und längst Österreicher sind, ich will die vor Erdogan schützen. Ich will Frieden in unserem Land. Ich will keinen Religionsstreit. Ich möchte, dass eine Ruhe da ist. Also das Angebot an die FPÖ-Wähler ist eine harte Anti-Islam-Linie gegen militante Terroristen, gegen politischen Islam. Und das Allerwichtigste ist Schutz. Schutz für kleine Leute. Schutz für Mindestpensionistinnen. 1200 Euro. Aber auch Kontrolle im Parlament. Ne? Das schärfste Kontrolle, aber auch Schutz. Ja. Es gibt so viele arme Leute in Österreich, die ihr Leben lang anständig gearbeitet haben und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, weil sie im Stich gelassen werden. Über deine Inhalte werden wir gleich noch reden. Könnte natürlich auch passieren, dass die beim Sebastian Kurz landen, die 4%. Dann ist er wieder bei 38-40%. Dann zahlen die Leute ein zweites Mal drauf, weil dann wird einer das bisschen, was einer die FPÖ nicht weggenommen hat, von Kurz weggenommen. Weil das ist der Kandidat der Superreichen, der großen Konzerne und der großen Spekulanten, der verachtet die einfachen Leute. Da würden sie vom Regen in die Traufe kommen. Gut. Peter Pilz, danke für die erste Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann gibt es unser letztes Interview heute, fast sentimental. Da reden wir noch einmal über deine Inhalte. Was willst du bei diesem Wahlkampf alles ansagen? Was willst du in den nächsten 5 Jahren verändern, wenn du ins Parlament kommst? Was machst du, wenn du nicht ins Parlament kommst? Und wie geht es überhaupt weiter mit dieser Republik? Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Wahl 2019. Alle Informationen rund um die Nationalratswahl am 29. September. Die Spitzenkandidaten, ihre Strategie, die entscheidenden Themen und alle Hintergründe, die für die Wahl entscheidend sind. Wahl 2019. Nur auf OE24TV. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Das ist definitiv das letzte Interview Feldner Pilz in diesem Wahlkampf, aber hoffentlich nicht das letzte in deiner politischen Karriere, denn um die geht's ja am Sonntag. Du musst ja am Sonntag 4% machen. So ist es. Und während du das letzte Mal, als wir da gesessen sind, vor 2 Jahren mit sehr viel Rückenwind gesurft bist, surfst du diesmal mit sehr viel Gegenwind, weil die Grünen sind viel stärker, als sie damals waren. Die anderen Parteien sind nachhäufig einbetoniert. Und jetzt musst du im Finish noch diese berühmten 2% holen, die dich von den Umfrage 2% auf die Wahl 4% bringen. Mit welchen Ansagen? Na, zum Glück ist es schon besser. Erstens, du kennst wahrscheinlich die Hinweise von SORA, vom Meinungsforschungsinstitut, für die Wahl am Sonntag, die schon genau sagen, was uns und mich betrifft, es wird knapp. Genau, es wird knapp. Es wird knapp. Wir haben auch die Salzburger Umfrage, die einzige große und völlig unparteiliche vom Institut für Grundlagenforschung, Rohdaten 3,4%. Wir steigen jetzt seit Wochen. Das hat mit etwas zu tun, was ich in der 2017er Wahl nicht hatte, nämlich viele Fernsehduelle, die mir die Möglichkeit geben, im Finish stark zuzulegen. Und das läuft jetzt gerade. Wir merken es auch auf der Straße, die Leute kommen zu uns. Und zwar von allen Seiten, von allen Parteien. Jetzt im Finish geht es einfach um die wirklich großen Fragen. Und das Seltsame ist, es ist die erste Wahl, wo sich die klassischen Fragen nicht stellen. Also erste Wahl ohne Kanzlerfrage. Kannst du dich erinnern an eine Wahl, an eine Nationalratswahl ohne Kanzlerfrage? Zum ersten Mal. Kurz ist Kanzler. Punkt. Zweitens, die große Frage, kommen die Grünen hinein, ist beantwortet. Mit Sicherheit. Das letzte Mal waren es kurz vorher bei 5% und haben dann noch verloren. Jetzt bei 11% Umfrage. Kann nichts passieren. Sicher drin. Die Beiwagern, die Kurzbeiwagern sind alle gewählt. Der Werner Koger, die Randy Wagner, die Meinl Reisinger, der Norbert Hofer, die tun alle schon Blumensträußerl binden, gell? Damit es am Sonntag kommt, am Gehsteig vor der ÖVP-Zentrale stehen und sagen, Sebastian, ich bin da mit einem Streusel, darf ich einsteigen? Als Erster. Ja, ja, als Erster. Die wollen nur mal ins Beiwagerl und haben vergessen, dass es im Beiwagerl kein Lenkrad gibt. Das ist das Konstruktionsprinzip des Beiwagerls. Und wir sind die Einzigen, und ich bin sicherlich der Einzige, die sagen, mit Kurz, bei dem, was alles passiert ist in den letzten Jahren, das ist die Partei, Mutterpartei der klassischen Korruption. Und ist die Mutterpartei der klassischen Korruption. Gewaltige Ansage, bitte. Das ist die Mutterpartei. Für das dem ja noch nichts nachgewiesen ist. Na, entschuldige, letztes Jahr, vorletztes Jahr, Wahlkampfkosten, gesetzliche Beschränkung, bewusst gebrochen. Ja, da muss man natürlich wissen, es hat stark mit seinem Vorzugsstimmen Wahlkampf in die Bundesländer zu tun gehabt. Das hast du teilweise nicht überschauen können. Wolfgang, ein bewusster Gesetzesbruch. Das ist kein Kavaliersdelikt. Ja. Da hat er dann so in die Kamera geschaut und gesagt, Entschuldigung. Und hat glaubt, das war's. Gesetzesbruch war noch keine Korruption, wenn man zu viel ausgibt für Wahlkampf. Ja, aber die ganzen dubiosen Zahlungen, alles in diesem Zusammenhang. Ja, das ergibt schon ein sehr dichtes Bild. Und also, das geht die ja Mutterpartei nicht, der Korruption. Ja, Wolfgang, das geht ja weit zurück. Bisschen heftige Die ganze Eurofighter-Geschichte, die ganzen anderen Geschichten. Die ÖVP war da immer Spezialistin. Aber wir haben jetzt nicht die 3 Stunden Zeit, die ich brauchen würde, um einen kleinen Teil der ÖVP-Affären aufzuzählen. Der Punkt ist, wir kommen nicht zusammen. So. Das ist aber gar nicht notwendig. Ich möchte ja Abgeordneter werden und nicht primär Minister. Ja. Und als Abgeordneter hast du im Parlament 3 Aufgaben. Gesetze, Budget und Kontrolle der Verwaltung und der Regierung. Ja. Wenn es uns nicht gibt, das sollen sich die Leute mal vorstellen. Ja, wer kontrolliert dann? Gibt es irgendwen, der kontrolliert? Gibt es irgendwen, vor dem sich die Mächtigen fürchten? Gibt es wen? Ja, man kann sagen, derjenige, der überbleibt. Das können ja nicht alle regieren. Wenn die Grünen und die Neos regieren, wird die FPÖ die Kontrolle. Ja, dann geht das ganze Theater von vorn wieder los. Und die Ibiza-Partei kontrolliert dann. Da lachen nicht nur die Händeln. Mhm.
und die SPÖ ist oppositionsunfähig, die ist genetisch oppositionsunfähig. Also du sagst, du bist der Einzige, der kritische einzige, linke Opposition kann. Du weißt es, wir sind auch die Einzigen, die Kontrolle können. Hm. Wir können Kontrolle von Eurofighter bis BVT. Wir haben es überall gezeigt. Das heißt, es ist ja fast eine Bitte an die Zuschauer, gebt mir die Stimme, damit ich kontrollieren kann. Ja, und gebt euch selbst die Stimme, damit in eurem Interesse kontrolliert wird. Ich treffe immer Leute, die sagen, wir können uns ein Parlament ohne dich nicht vorstellen. Sie sollen sich's auch nicht vorstellen, weil es diese Kontrolle geben muss, diese verlässliche Kontrolle. Jeder und jede in Österreich weiß, wenn Leute wie ich im Parlament sitzen, dann ist für den Bundeskanzler und für einige Minister mit Sicherheit nicht lustig. Jetzt gibt es natürlich einige oder viele, die vor dir den Hut ziehen, so wie ich, und sagen, boah, der Aufdecker, der Kontrolleur. Es gibt aber auch viele, die so wie Kurz und Hofer sagen, das ist der Typ, der grauenvolle Typ, der den Schmutzkübel-Wahlkampf in diesen Wahlkampf gebracht hat oder der die Schmutzkübel in diesen Wahlkampf hineingebracht hat und der dafür gesorgt hat, dass das so ein schmutziger Wahlkampf geworden ist. Ich musste ja immer lachen, weil dann immer sag, lieber Sebastian Kurz, was ist denn das für Schmutz? Habe ich das Ibiza-Video gedreht? Habe ich die Tarnvereine gegründet? Habe ich die Mittel fürs Familienfest umgeleitet? Also hast du vielleicht den Ventilator auftrat, sodass er dann alle dreckig sind, oder? Nein, das gar nicht. Nein, das ist eine Sache, die nicht einmal in dieser Form nicht einmal die Medien tun. Nein, das ist doch das Klassische, wenn wer erwischt wird, beim die Taschen greifen und Geld umleiten, schreit ihm, Schmutzkübel, Schmutzkübel. Also du sagst, das war kein Schmutzkübel-Wahlkampf. Das ist die klassische, das war ein Wahlkampf, bei dem es um viel Schmutz gegangen ist, um türkisen Schmutz und blauen Schmutz. Und es ist eben Aufgabe des Parlaments. Auch um grünen Schmutz. Auch um grünen Schmutz, die Affäre Korher. Man kann ja offen darüber reden. Unsere Wege haben sich seinerzeit getrennt. Die Trennung hat ja schon 2016 begonnen, wegen dieser Affäre. Und ich bedauere ja, dass Werner Kogler bis heute nicht versteht, um was es geht. Weil er sagt immer, so ein guter Zweck. Und das ist ja alles für die Schule in Südafrika. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wenn da was passiert ist in der Magistratsabteilung, dann ist mir der Zweck egal. Bestimmte Dinge dürfen einfach nicht passieren. Und es tut mir leid, dass es an der grünen Spitze Leute gibt, die das noch immer nicht verstehen wollen. Weil dadurch die Gefahr sehr hoch ist, dass sie es das nächste Mal wieder tun. Ja, vor allem, es kommt immer mehr zusammen. Heute 450.000 Euro von der Stadt Wien aufgedeckt worden. Ne? Da müssten ja schon bald Hochhäuser stehen in Afrika, wenn das so weitergeht. Ich sehe jetzt, ich habe heute gesehen auf der Marie-Höfer-Straße, Leute, die vor diesem grünen Plakat stehen, saubere Kontrolle und nur mehr den Kopf schütteln. Ich würde anstelle der Grünen da ganz geschwind was mit Klimaschutz drüber picken, weil da sind die Grünen durchaus glaubwürdig. Kontrolle bist du, sagst du? Die Kontrolle sind wir und wir müssen auch die Grünen kontrollieren. Auch die Neos kontrollieren. Mhm. Selbstverständlich auch die SPÖ kontrollieren. Mhm. Aber das Hauptproblem sind die beiden Ibiza-Parteien ÖVP und FPÖ. Jetzt waren diese 1,5 Jahre ja für dich nicht leicht. Wenn man zurückdenkt, der Tag deines Wahlerfolgs, du Erfolge 7, dann diese wahrscheinlich von den Grünen kommende Attacke, dass diese sexuellen angeblichen Belästigungen, dann die Staatsanwaltsuntersuchungen, dann letztendlich die Einstellung der Verfahren, dein Comeback, durch diese ganze Beschmutzung mit diesen Vorwürfen von ganz oben im Politbarometer nach ganz unten im Politbarometer, das war ja nicht lustig, oder? Eigentlich hast du ja eine Pension verdient, oder? Ja? Nein, es ist nicht lustig. Aber hat es dich persönlich mitgenommen, genau diese 1,5 Jahre? Das hat dich mitgenommen? Ja, natürlich, das ist persönlich alles andere als lustig. Aber wenn du sowas bist wie die Speerspitze der Aufklärung, wenn du die Kontrolle bist und wenn du ständig Mächtigen auf die Zehen trittst und ihre Interessen verletzt und sie störst bei ihrer täglichen Korruption und ihrem Machtmissbrauch, und darfst du dich nicht wundern, wenn sie zurückschlagen. Und da darf man auch nicht wehleidig sein. Naja, es haben ja nicht die Mächtigen zurückgeschlagen, es haben vermutlich deine Ex-Parteikollegen versucht, dich umzubringen. Ja, das tut mir besonders leid und ich habe diese Auseinandersetzung nie weitergeführt. Was
da bin ich schon auf den österreichischen Rechtsstaat stolz, dass eine Innsbrucker Staatsanwältin den Fall übernommen hat, geklärt hat und jetzt und rechtsstaatliche Verhältnisse gesiegt haben. Das ist schon gut an unserer Republik. Die Werte waren kaputt. Natürlich hat es geschadet, aber es ist meine Aufgabe, Menschen zu überzeugen. Und ich habe nie rumgejammert. Wenn man scharf kontrolliert, muss man einstecken können, auch wenn es oft unter der Gürtellinie ist. Ich hätte ja auch Tanzschullehrer werden können, dann wäre mir das nicht passiert. Wenn du nicht ins Parlament kommst, was ist dann? Was macht der Peter Pitz? Das ist ein ganz kleines Wenn. Ja? Das ist ein ganz kleines Wenn, weil ich jetzt nach der letzten Woche und auch nach den vielen gewonnenen TV-Duellen davon ausgehe, dass wir es eigentlich sicher schaffen. Also du spürst so wie beim letzten Mal, es funktioniert. Ja, letztes Mal hast du es ja gespürt, gegen alle Wetten. Ich war damals wettmäßig auf deiner Seite, du weißt das. Ja, ich weiß es. Ich könnte mir auch diesmal vorstellen, dass sich das knapp ausgehen wird, dass du im Finish gerade jetzt mit der FPÖ-Affäre und so diese 4% schaffst. Aber es wird natürlich viel, viel knapper als wie beim letzten Mal. Nein, ich glaube gar nicht. Beim letzten Mal hatten wir am Anfang, und du hast das völlig richtig gesagt, mit dem Rückenwind, enormen Rückenwind. Und das hat dann nachgelassen. Und zum Schluss haben wir zum Zittern angefangen. Diesmal sind wir von weit unten gekommen und haben jetzt ständig dazu gewonnen und kriegen jetzt im Finish erst Rückenwind. Und du sagst, die Fernsehduelle und der Strache-Skandal werden das so umdrehen, dass du locker über 4% kommst. Ich gehe davon aus, es wird knapp. Ich bin mir sicher, dass es knapp wird. Vielleicht gibt es noch eine positive Überraschung und wir kommen deutlicher drüber. Das ist möglich. Aber heutiges Gefühl, es ist knapp. Es geht um die Wurst und es geht um wenige tausend Stimmen möglicherweise. Und ich möchte nicht, und deswegen appelliere ich auch an die Leute, überlegt es euch, am 30. dann sagen, Jösses, nein, ich habe mich verwählt, ein paar Stimmen haben gefällt, das wäre wirklich schade. Sollen sich alle überlegen, Grüne sind sicher drin, da passiert nichts mehr. Es geht was um uns. Werden wir denn für eine Regierung kriegen, deiner Meinung nach? Na ja, Kanzler Kurz, keine Frage. Mit wem ist die Frage? Ich glaube, wenn es, und das deutet alles darauf hin, die Freiheitliche Partei jetzt zerreißt, spaltet und wir in ein paar Wochen einen rauchenden Trümmerhaufen FPÖ haben, wo vielleicht die Ersten in U-Haft gehen, dann ist diese Partei mit Sicherheit nicht mehr regierungsfähig. Das ist eine völlig geänderte Situation. Das heißt, es kann eine Situation entstehen, wo Kurz zu einer schwarz-grün-rosa Regierung nicht wirklich eine Alternative hat, wenn er nicht wieder mit der SPÖ zusammengehen will. Und ich glaube, das will er nicht. Du tippst auf schwarz-grün-pink. Es deutet viel darauf hin und dann fallen die Grünen natürlich als Kontrolle überhaupt aus, nicht nur wegen der Affäre Chorherr. Und würdest du dich über eine schwarz-grün-pinke Regierung freuen? Nein. Weil du sagst, super, wenigstens haben wir mal das Umweltthema in der Regierung drin. Oder würdest du sagen, das geht nach hinten los? Es ist beides. Erstens ist es natürlich besser als Ibiza 2. Mir ist lieber eine Klimaschutzpartei in der Regierung als die Freiheitliche Partei. Mit ihren Aluhüten und ihren schwarzen Kassen. Das Zweite ist natürlich, für die Grünen wird es unglaublich schwer. Das sind zwischen zwei Volksparteien. Zwischen der türkisen Volkspartei und der pinken Volkspartei. Die sind ja im Grunde dasselbe. Das ist ja eher ein großer Fasching, dass es zwei Volksparteien gibt. Und in dieser Sandwich-Position als Grüner in der Mitte zu sein, ist extrem schwierig. Das ist für die Grünen nur ganz, ganz schwer zu überstehen. Und deswegen ist es auch, und ich glaube, da gibt es etliche, die das bei den Grünen ähnlich sehen, auch wichtig, dass die Grünen in der Klimapolitik, um die es vor allem geht, im Parlament mit uns einen Unterstützer in der Opposition haben. Die müssen irgendwem haben, der sie aus dem Parlament aus unterstützt. Und wir sind immer in der praktischen... Man könnte natürlich sagen, die werden sich in einer Koalition mit Türkis verbiegen müssen wie ein Gartenschlauch. Ne? Weil der Sebastian Kurz hat ja, kurz bevor du hier reingekommen bist ins Studio, ganz klar gesagt, er bleibt bei allem bei seiner Linie. Das ist die Kanzlerpolitik und egal mit wem immer, auch mit den Grünen, er wird weder an der Asyl noch an der Steuer noch an der Umweltpolitik was ändern. Das halte ich auch für sehr realistisch. Und wenn Sebastian Kurz die Grünen in der Regierung will,
dann will er sie ja nicht als Koalitionspartner, sondern als Bettvorleger. Das ist ja sein Projekt. Und du glaubst wirklich, dass die Grünen das machen? Ich meine, du warst ja Die Grünen sind. Du warst ja schon einmal fast in der Regierung mit den Grünen. Ja, ich bin damals Wolfgang Schüssel gegenüber gesessen. Ja. Wir waren die letzte Runde, da war Klawischnik dabei, Eva Lichtenberger, Sascha van der Bellen und ich zu viert. Mhm. Auf der anderen Seite Schüssel, Grasser. Da ging es um den Eurofighter. Bei Eurofighter habe ich gesagt, Herr Schüssel, ist das Ihr Ernst? Und er hat gesagt, ja, es bleibt dabei. Ihr unterschreibt Eurofighter, dann gibt es eine Regierung. Habe ich gesagt, danke, wir gehen. Mhm. Und darauf müssen sich Wählerinnen und Wähler verlassen können, dass ein Versprechen gilt. Und was sind die Punkte, die die Grünen nicht überschreiten dürften bei das so einer Entscheidende Koalition? Ist die Frage des Klimaschutzes. Wenn Sie die ökosoziale Steuerreform nicht kriegen, ist es sinnlos, in eine Regierung reinzugehen. Also wenn es keine CO2-Steuer gibt? Es muss die große Klimarettung von der Regierung aus beginnen, sonst ist es vollkommen sinnlos. Sonst ruinieren sich die Grünen, deiner Meinung nach. Sonst ist es ein Selbstmordkommando. Gibt es beim Asyl oder bei der Sicherheit Dinge, wo die Grünen rote Linien haben, deiner Meinung nach? Ja, müssen sie haben. Sie müssen durchsetzen, dass Lehrlinge und gut integrierte junge Leute bleiben können, weil wir sie auch brauchen. Ja. Sie müssen aber andererseits, müssen die Grünen selbst lernen, Hassprediger können raus. Und wenn wir drauf kommen, dass irgendwelche Patriarchen junge Frauen zwangsverheiraten mitten in Wien, dann muss es auch die schärfsten Konsequenzen geben. Diese falsche Toleranz, die es seit Jahrzehnten von Seiten der Grünen gibt, ist nicht akzeptabel. Gut, also du meinst, die Grünen werden in der Regierung sein und du wirst im Parlament sein als die funktionierende linke Kontrolle. Und als überhaupt funktioniert die, das als Parlament. Die Kontrolle und die Opposition. Und wir werden einmal zeigen, an der Stelle der Freiheitlichen Partei, wie man das auf eine saubere Art macht und wie sich Wählerinnen und Wähler auf einen verlassen können und nicht verlassen werden. Wir sind im Gegensatz zur FPÖ nicht die Partei, die zuerst anständig und tüchtig und dann abgängig und flüchtig ist. Das sind wir nicht, mit Sicherheit nicht. Mhm. Auf uns können Sie die Leute verlassen. Wenn ich einmal was versprochen habe, habe ich das immer gehalten. Und das wissen die Leute. Gut, Peter Pilz, du sagst 3-3,5% hast du schon. Ein paar tausend Stimmen fehlen noch. Die müssen sich sozusagen am Wahltag für die Liste Jetzt und für Peter Pilz entscheiden. Ich halte die Daumen. Wäre schön, wenn wir die spannenden Interviews die nächsten 5 Jahre weiterführen können. Und wir sehen uns am Wahlabend. Da freue ich mich schon drauf. Und dann hoffentlich einen ähnlich jubelnden Peter Pilz wie letztes Mal, wo du ja gar nicht einkriegen konntest und glaube ich schon um 6 bei uns im Studio warst. So ist es. Würde mich freuen, wenn es diesen Sonntag wieder so ist. Peter Pilz, alles Gute. Danke. Danke für das Interview. Das war's. Das war das letzte aller Interviews im Final Countdown. Und jetzt gehen wir in die besten TV-Duelle, die Sie in diesem Wahlkampf bei OE24TV gesehen haben. Aber mit dem Interview ist jetzt Schluss. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 9 Uhr früh für 18 Stunden Live-Übertragung von der Nationalratswahl und hoffentlich mit dem Peter Pilz um 18 Uhr jubelnd im Studio. Bis dann.